Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Wir haben beim letzten Mal hier noch ein paar Roboter an diesem komischen Blinky-Auto-Wegpunkt kaputt gemacht, falls ihr euch erinnert, und haben ein Level-Up dafür bekommen. Das ist ziemlich nett von dem Spiel. Und jetzt gucken wir mal, für was wir dieses Level-Up ausgeben. Ich glaube, wir können jetzt schon ziemlich blöd hacken, ne? Cool, ja. Wir können jetzt schon doof hacken. Das ist zwar noch nicht so sinnvoll, aber bald können wir super hacken. Noch ein Level und dann sind wir Hacko McPacko. Und dann werden uns alle anderen Hack-Freunde beneiden und sagen, oh, guck mal, hier kommt wieder Hacko McPacko. Der hält sich für was Besseres. Und da freue ich mich schon drauf. So. Zwirn. Eine Lastwagenladung voller Zwirn. Ist das ein Umzugsauto? Sieht so aus, ne? Ist aber ehrlich gesagt nicht sehr sicher hier eingeräumt gewesen. Einfach so irgendwie mehrere Kassetten in den Regalen so transportieren. Und guck mal, wie die Pflanzen, die sind überhaupt nicht gesichert. Was ist das für ein Bullshit hier? Ich denke mal, die 3D-Artists haben quasi einfach die Regale samt Blumentöpfe designt schon im Vorfeld. Und dann haben sie die einfach in ihren Umzugslastwagen hier gestellt oder so. Keine Ahnung, es ist weird. Oder hat jemand da drin gewohnt? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, das ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall gab es einen Auffahrunfall, aber die Blumentöpfe im Lastwagen, wo der Container dann sogar schräg runtergerutscht ist und immer noch schräg steht, die stehen immer noch perfekt auf dem Regal. Natürlich tun sie das. Ist ja auch schwedische Qualitätsarbeit. Die haben die vielleicht einfach mit OC Decorator platziert und dann passiert das nicht mehr, dass die einfach runterfallen. So, na dann weiter. Warte mal, ich hatte mal ein Fahrrad, oder? Aber wir sind jetzt eh schon ziemlich nah, glaube ich, an unserem Zielpunkt. Naja, da lohnt es sich, dass wir nochmal schnell zurück zu unserem Rad gehen. Mit dem Fahrrad durch die Welt fahren ist halt insofern ein bisschen doof, weil man eh immer nur einen halben Meter fahren kann und dann kommen wieder Roboter und dann muss man wieder absteigen. Aber andererseits ist es besser. Ich glaube schon, dass es besser ist. Na komm, wir haben beinahe schon aufgestiegen. Ich habe es gesehen. Aha. Wir müssen nur hier ein bisschen durch die Prärie radeln. Ich hoffe, unser nicht ganz so Mountainbike schafft das. Na perfekt. Machen wir lieber mal das Licht aus. Dann sind wir vielleicht unauffälliger. Stealth-Radler. Bicycle of Doom. Ich glaube, wir müssen hier... Ah ja, wir könnten theoretisch über die Straße hier relativ nah an unser Zielgebiet radeln. Wollen wir das machen? Oder soll ich einfach querfeld eingehen? Radeln wir. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich bin voll in eine Falle geradelt. Ich glaube, mich hat eine Drohne gesehen und hat ihre Freunde alarmiert. Ah, oh, Mist. Ah, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Oh, achso, ich dachte schon, da kommt irgendwas ganz Großes. Ah, das hat gleich die ganze Reihe gesprengt. Das wollte ich nicht. Schade. Ich wollte nur den hintersten sprengen. Okay, wartet mal. Mein Gott, was ist denn hier für eine Party am Start? Das gefällt mir nicht, was die hier machen. Okay.
Schneller nachladen, bitte. Ah, komm schon. Meine Güte, wirklich jetzt. Wie viele Drohnen sind denn da eigentlich? Wie viele Hündchen? Oh, ich brauche Heilung. Schnell. Mampf, Mampf, Mampf. Noch eine. Wechsel. Waffe. Zielen. Anvisieren. Schießen. Daneben. Nochmal. Bam. Ah, ich dachte, das ist er. Der Killerschuss. Dammit. Ha, hätte ich jetzt gleich mal das Hacken ausprobieren können. Fällt mir gerade ein. Fällt mir ein bisschen zu spät ein. Knapp. Verdammt nochmal. Die Kämpfe werden schon immer irrer, ne? Immer mehr Roboter. Noch eine... Ich höre hier noch eine Drohne, oder? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Aber nach der Party würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach querfeldein da hoch. Genau sowas wollte ich nämlich vermeiden. Hab mir gedacht, ne, querfeldein, bestimmt voll viele Roboter und so, gefährlich, bleiben wir auf den Straßen. Vielleicht sind die sicherer. Nix da. Von wegen. Aha, was ist denn das da für ein Symbol? Bunker? Aha, muss ich in einen Bunker? Der Militärstützpunkt, klar. Und es gibt mehrere Eingänge. Okay, ich glaube, dann bin ich hier richtig. Au, Fallschaden ist so ein gutes Feature. Ich muss schon sagen, wer das erfunden hat, sollte den Videospiel-Nobelpreis kriegen. Für Nervotektur. Eine Fahrradstation, sehr gut. Schauen wir mal in dieses auffällig beleuchtete Gebäude noch rein, bevor wir in den Bunker gehen. Liebes Tagebuch. Heute war ich wieder beim Schießen. Das war schön. Das finde ich immer so lustig bei Resident Evil, dass alle Tagebücher führen. Ich meine, im Nachhinein ist es natürlich cool, gerade in den Retro-Resident Evils, weil es voll stimmungsvoll ist und so, wenn man sich dann da die Einträge durchliest. Aber die Vorstellung, dass Chris Redfield halt quasi so zwischen Resident Evil 1 und Resident Evil 5 oder so an seinem Schreibtisch sitzt und in sein Tagebuch schreibt, liebes Tagebuch, der Polizeipräsident ist so blöd, der glaubt uns einfach nicht. Aber ich werde jetzt Umbrella eigenhändig zu Fall bringen. Deswegen fliege ich jetzt mit Barry in die Schweiz. Oder so ähnlich. Das fand ich immer lustig, diese... Ich weiß nicht genau, was da los ist, aber im Resident Evil-Universum schreiben alle immer fleißig ihr Tagebuch und ich find's schön. Oh oh, das ist wahrscheinlich nicht gut. Barcode-Schlüsselkarten. Erforsche die Insel Södra Salthlömlöm. Was bitte? Wen? Wer? Wo? Ach, das ist Södra Salthlömlöm. Und hier muss ich jetzt 3 Schlüsselkarten finden, sonst kommen wir da nicht rein. Ha. Na dann, erkunden wir mal. Ich glaube, ich fange da unten an. Und dann arbeiten wir uns hoch. Ich meine, ehrlich gesagt, sind wir schon so nahe an, ne? Es macht mehr Sinn. Okay, vergesst es. Vergesst es einfach. Vergesst es. Heino, Pupheino. Das ist ja ungünstig.
Das war aber noch längst nicht alles. Weil da oben ist gleich Robo Mufasa oder Robo Rafiki eher und wirft Robo Simba nach mir. Erinnere dich. Ja, was ist denn? Kommt jetzt da wer oder wollen die mir hier nur irgendwie, weil dann, wenn das so ist, dann gehe ich einfach. Dann loote ich jetzt die beiden und beschwöre mir ein neues Rad, wenn hier nichts mehr kommt. Ah, ich habe einen Barcode gefunden. Ach, sag bloß, jetzt haben wir schon zwei Barcodes. Okay. Da müssen wir wohl nicht so viel erkunden, wie ich dachte, dass wir erkunden müssten. Mal schauen, ob das da oben dann nicht vielleicht unser Barcode Nummer 3 schon wäre. Marschieren mir die Barcodes einfach in den Schoß hier. Witzig. Hilarious. Hallo? Wo ist er denn? Irgendwie sollen hier angeblich Gegner sein. Einer zumindest. Aber wo denn bitte? Irgendwie spinnt auch... Ich weiß nicht genau. Spinnt die Richtungsangabe? Oder stehe ich auf dem? Ist der eventuell in der Anlage unter mir? Das könnte sein, dass das der Fall ist. Und deswegen funktioniert es nicht. Also deswegen ist die Anzeige komisch. Wahrscheinlich ist das so. Na dann. Lassen wir ihn. Okay, dann beschwören wir uns jetzt ein Radl und radeln irgendwo hin. Aber die Barcodes kriegt man dann super leicht, oder wie? Muss ich dann nur noch irgendeinen Roboter kaputt schießen oder so? Und dann habe ich schon. Könnte sein. Sieht so aus, oder? Möglich zumindest. Vielleicht hatte ich auch nur unverschämtes Glück, dass die beiden jetzt beide gleich Barcodes hatten. Wer weiß. Hauptsache, mein treues Ross ist hier. Hüa! Ich bin mal mit meinem Fahrrad in dem Gullideckel stecken geblieben. Das ist gar nicht so ungefährlich. Diese langen Abwasser-Abfließdinger. Da passt genau ein Radreifen rein. Jetzt bin ich mir aber hier nicht mehr sicher, was jetzt hier eigentlich los ist. So, ein neues Relais entdeckt. Radeln wir dahin, wo Relais sind, sind meiner Erfahrung nach Roboter. Und wo Roboter sind, sind meiner bisherigen Erfahrung nach meiner... zugegebenermaßen beschränkten Erfahrung nach Barcodes. Mein Erste-Hilfe-Paketkonsum ist ganz schön groß geworden. Und Barcode Nummer 3. Aha. Ja, so viel dazu. Seltsame Nebenquest. Irgendwie. Dam, 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 dam. Ja, wir radeln durch den Wald und wir gehen jetzt in einem Bunker und dann gucken wir uns um. Aber vorher... Ha, hab mich jetzt gerade irgendwie was gesehen und dann aber doch nicht gesehen. Hier passieren seltsame Dinge in der Gegend. Das ist schon rot, so von wegen... Okay, Kampf einge... Oh, oh, da ist aber wirklich jetzt ein Rudel Hunde unterwegs. Meine Güte, was ist denn jetzt? Vielleicht gehe ich jetzt einfach in den Bunker schnell.
Jetzt hätte ich echt gerne meine Schrotflinte, glaube ich, für den Kampf im Innenbereich, der jetzt bestimmt kommt. Aber schauen wir mal, was uns hier drin noch so erwartet. Ich bin gespannt. Geht die Tür wieder zu? Ja, immerhin. Da müssen wir nicht Angst haben, dass uns was in den Rücken fällt. Das ist doch schon mal gut. Na gut, Leute, ich muss jetzt hier leider für heute Schluss machen. Ich weiß, es ist gerade spannend, aber ich muss echt dringend eine Pinkelpause einlegen. Und ich hoffe, wir werden jetzt hier, wo wir jetzt stehen, nicht attackiert, während ich weg bin. Und die nächste Folge kommt dann morgen. Macht's gut, bis dann. Ciao.